Oh, Leute, was geht ab, Leute? Die Jungs haben Bock auf Bangmi. Das beste Bangmi in München ist leider im Umbau. Die können wir heute nicht abchecken, aber ich habe einen anderen Laden gefunden. Könnte krass werden. Der hat bisher 5,0 Sterne Bewertung. Leute, was geht ab? Was geht bei dir? Leute, ihr kennt doch diese Frankfurt-Memes und so. Das hier ist Münchner Frankfurt Hauptbahnhof. Leute, ja, Mann, wenn du wisst, was alles hier schon mag, grad. Ich war mit 10 Minuten hier. Hey, Bro. Warte schon mal kurz. Nee. Wir haben vietnamesische Hausmannskost eigentlich, ganz übliche Sachen. Wir sind für Bangmi hier. Bangmi, okay. Wir sind auf der Suche nach dem besten Bangmi in München. Dann seid ihr hier richtig hoffentlich. Hoffentlich. Drei Meinungen. Mhm. Komm doch mal. So. Guten Appetit. Danke. Danke. Erster Eindruck, er ist sehr dünnerartig hier. Bangmi. Echt? Wegen dem Brot? Ja, Mann. Oh mein Gott, das Dönerbrot. Und auch der Salat und so. Digga, wir haben keinen Eisbergsalat normal. Echt? Das gönnt sich. Ich höre sehr knuspriges Brot. Ich sehe hier auch irgendwie so eine Dönersauce. Aber kann ja trotzdem geil kommen. Na, hier seid ihr die Banh Mi-Experten. Er kommt auf jeden Fall nicht an den anderen ran und irgendwie ist es. Ja, ja. Wir machen das Brot auch noch so. Es erinnert echt mehr an so ein Dönerbrot, auch Geschmack. Wenn ich reinbeiß, denke ich, jetzt kommt Dönergeschmack, aber es kommt kein Dönergeschmack. Das kannst du nicht mit einem normalen Bangmi vergleichen. Da ist Dönersoße drin, da ist Eisbergsalat drin, da ist kein Paté drin, da ist kein Nugmam und so drin. Na, habe ich Entenleber, was ist Entenleberpastete? Ja. Welche Zutaten gehören zu einem klassischen Bangmi? Fazit-Time. Ich mag's, ich bin ein Fan von diesem Banh Mi, Sommerrollen, auch dieser Kaffee. Ich bin zufrieden, ich würde eine 8 geben, solide 8, Preis-Leistung passt. Vor allem an Sommertagen, ist halt echt schön leicht, lecker, bisschen Proteins. Ich feiere Koriander Ends. Und ja, solide 8. Ich fand's auch gut. Das Brot war halt nicht so das klassische Banh Mi. War in Ordnung, aber ich hätte mir doch lieber was anderes gewünscht. Und sonst an sich kann man so machen, aber da war noch zu viel Salat dabei, also Eisbergsalat, was eigentlich auch normalerweise nicht drin ist. Genau, gute 7 von mir. Ja, 7 würde ich auch geben. Schwer zu beschreiben, ist nicht das, was man erwartet, aber es war nicht schlecht. Das 0 ist safe nicht. Das war doch keine 5-0 eindeutig. Ja, für uns nicht, aber es kommt ja immer darauf an, wie die Leute das bewerten. Also was für die 5-0 ist. Also der Laden war ja jetzt nicht schlecht, der hatte ja nichts, keine Mängel. Schlecht weißt? Nicht, schlecht nicht. Leute waren nett, Essen war fresh, ja. Hat alles so an sich gepasst. Ja. Deswegen, aber geschmacklich war das natürlich keine 5-0. Na, was willst du noch machen? Nach Hause duschen gehen, noch Action. Mal was Kleines. Ja, Action ist immer geil. Ich kenn's für den Laden nicht, aber ja, Jumbo war hier. Jeder sollte hier sein. Ich tue den auch in meine München Food Tour. Rassi war ich noch nie. Ja. Das ist so eine geile Wand. Oh. Oh, Bro. Spezialität des Hauses. Mehr dazu, wenn ich hier ein extra Video mache. Nur über den Laden. Der hat ein paar coole Sachen. Die haben hier Big Slice. Das gibt es, glaube ich, auch sonst nirgendwo in München. Das da. Corn Dogs. Voller Fritschen. Boah. Echt gute Empfehlung. Boah. Ja, aber so gut. Mhm. Ja, John Broke hat das nicht empfohlen, oder? Sorry, Mann. Es kommt nichts raus. Das Kugel macht es richtig.
So. Das ist der Chef hier, Leute. What the fuck? Jetzt heute koreanisches Bingsu-Eis. Oh, schon was mittendrin hier ist. Ja, yeah, das ist kein normales Eis, das ist Bingsu-Eis. Was ist das? Das ist geraspeltes Eis. Deswegen, es sieht zwar viel aus, aber vom Volumen her ist nicht so viel eigentlich. Sehr interessant. Wow. Das ist wirklich lecker. Ja, wie schnell das auf der Zunge zu gehen, gell? Hat auch diese Melonen geschmeckt. Oh mein Gott, wie lecker ist das? Echt geil. Das ist voll. Wow. Das ist echt geil. Gut, Mann. Das ist ja. Das ist auch richtig flockig. Richtig schön, Mann. Alter, wenn ich es jetzt gegen den Ventilator halten würde, es würde wegfliegen. So ist es. Das ist echt gut. Der Laden hier kriegt ein eigenes Video mal, Leute. Auf jeden Fall. Mhm. Ey, direkt eine 10 von 10. Vorbei? Das größte Mysterium, Leute. Wir haben die Schlange mal eben von hier bis hier. Ja, immer war Schlange und der Laden macht einfach dicht. Oh, ich will sein Handy reparieren lassen, aber schaut mal, was ich entdeckt habe, Leute. Welche Zutaten gehören zu einem klassischen Banh Mi? Ey, wenn das Original seit Generationen gut ankommt, warum immer so versuchen, auf Krampf das irgendwie anders zu machen? Klar, man kann hier und da mal verfeinern, bisschen an der Rezeptur arbeiten, aber das ganze Konzept auf den Kopf stellen, nur um so einen auf Hip, Fusion-mäßig zu machen, das war wirklich kein Banh Mi, Mann. Das war ein Döner, das war ein solides, leckeres Sandwich, würde ich mal sagen. Wenn wir in der Schule wären, 5, Themaverfehlung. Anderes Thema, Julian ist zurück! Er hat ein Video hochgeladen. Nach 5 Jahren Pokémon Go oder so. Verrücktes Jahr, oder? Pookie kommt zurück. Julian kommt zurück. Und das, obwohl das eigentlich schlechteste Pokémon Go Jahr ist, oder nicht? Ich muss sagen, er sieht wild aus. Und das im positiven Sinn, also. Nein! Süß. Geil gemacht. Ich fühle Julian. Er hat gesagt, er hat es einfach übertrieben. Und dann war irgendwann. Kenne ich. Ich freue mich, dass er zurück ist. Ich freue mich für euch. Gönnt euch seine Videos. Supportet den Boy. Ich hoffe, er hat eine Menge Spaß an dem Spiel. Vor allem am Anfang macht es sogar auch noch Spaß, wenn du da wieder reinkommst, die neuen Features, die neue Pokémon fängst und alles neu kennenlernst, was so in der Zwischenzeit gekommen ist. Macht am Anfang Spaß. Ich hoffe, der Spaß bleibt länger. Ich weiß auch, wie schwer es ist, wenn man Casual spielt, aber Videos raushauen will. Ist richtig, richtig schwierig. Ich hoffe, das klappt und da kommen ein paar Videos für uns alle zum Genießen. Ja, Julian war immer sehr korrekt zu mir. Das IV Battle hat den Kanal krass gepusht. Das werde ich niemals vergessen. Dafür 1000 Dank. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Check die Videos auf, folgt mir auf Instagram. Investiert Bitcoin, die ich von Crow Crypto Cash vor generell jeden Tag tracken. Serious Business und ciao.